Yo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf diesem Kanal. Heute machen wir mal alle Serien für die 100% Checkliste, die sich auf der Statistiken hier unten befindet. Die 100% Checkliste. Wir haben gerade insgesamt 76%. Falls ihr Fallschirmsprünge braucht oder sowas, also falls ihr noch Fallschirmsprünge natürlich noch machen sollt, guckt in mein Video rein. Da habe ich alles nochmal gezeigt, wo die ganzen Fallschirmspringer sich befinden. Ich habe die auch alle gemacht. Und ja, jetzt geht's halt um. Heute geht's um Seerennen. Hier, es gibt 4 Stück. Eins habe ich aber schon mal im Stream gemacht. Hier. Aber das ist halt eigentlich fast dasselbe wie bei den ganzen Seen. Mache ich das nicht, aber hier zeige ich euch erstmal die Position, wo es sich befindet. Hier befindet es sich. Also hier ist Strip Club. So ein Emanation hier. Geht ja einfach hier etwas weiter runter. Hier ist auch nochmal so ein Emanation. Und hier ist es. So, also, aber wir beginnen natürlich hier. Seerennen. Und ja. Was man alles machen. Okay, ich habe direkt eine RPG. Na, hallo. So. Was man natürlich erstmal machen muss, ist dorthin schwimmen. Und sich in ein Jetski setzen. Und dann, glaube ich, rechte Pfeiltaste drücken oder sowas. Das ist. Danach startet man. Dieses Rennen und ja, dann macht man halt ein Rennen und am besten halt Erster werden, ist halt das Beste dann. Und ja, ich weiß, ich glaube eher nicht, dass man da irgendeine Mission oder sowas freischaltet, aber das sehen wir mal. Ich glaube eher nicht, dass ich da irgendwas freischalte. So, steig auf ein Seeschack an der Startlinie und an dem Rennen teilzunehmen. Okay, rechte Pfeiltaste gedrückt. So, 1, 2, 1, let's go, okay. Okay, hierbei habe ich nicht die Spezialfähigkeit, okay. Weil mit Franklin hat man bei Autos auf jeden Fall eine Spezialfähigkeit. Aber hier, so wie es aussieht bei Booten, nicht so, aber okay. Dann, let's go hier. Oh, 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 das ist... Nee, ich glaube eher nicht, dass jetzt wirklich was daraus werden könnte, oder? Oder doch, vielleicht doch. Hm. Ist ein bisschen komisch hier wegen den Wellen und sowas. So, ey, nee. Also das ist wirklich, nee, sag mal. Nee. Ich möchte das Rennen jetzt neu starten, geht das? Ich möchte dieses Rennen neu starten, hallo? Nein, nee. So was geht hier nicht. Nein. Nee, also das ist wirklich, das ist unerhört hier, ne? Leute, also, das ist halt die Scheiße an Seerennen. Das wenn einer crasht, das wird irgendwie nicht, dass du nicht respawnst oder so, sondern du musst wirklich... Wieder auf den Seeschark drauf. Guck, da hätte mich einer wieder fast gecrashed. Und das ist, ja, nicht so geil. Die Ziellinie bälle werde ich erster. Deine crasht mich fast. Und, bitte. Jawohl. Boah, noch erster gekommen, Digga. Noch auf den ersten Platz. Uff. Erster von 8er. Weltrekord war 84er. Das waren safe irgendwelche Hacks oder so. So, und fortfahren. Zack. Und hier. So. Das war einer der Seerennen. Gleich sehen wir uns beim nächsten Spot des Seerennens. Hier sind wir beim nächsten. Du. So. Ein bisschen kacke, dass ich es bei Nacht mache. Jetzt gerade. Kann sein, dass ich dort dann davon so ein bisschen weniger sehe, wegen dem Wasser und sowas. Weil das hier auch so eine ähnliche Farbe hat hier gerade. Deswegen. Naja, werden wir jetzt mal sehen, wie gut das sein wird. Dort ist ein Seeschark, ein freies. Das frei ist. Zack. So. Da haben wir es. Rechte Pfeiltaste drücken. Auch. Okay. 2, 1. Lego.
Let's go, let's go, let's go. Okay, Musik dabei auch erstmal hier, Radio, ne? Yo. Jo, jo, jo. Okay, es geht gerade noch. Im Moment. So, dann dort entlang. Okay. Okay, geht doch noch. Ich hätte fast daneben gefahren. Okay, okay, okay. So, jetzt hier, dann nochmal dort. So. So, hier links. Ah, guck mal, das ist ein bisschen schwierig gerade. Also, dass sie wirklich so lenken können, ne, das bewundere ich gerade irgendwie. Also, dass NPCs immer so einen Vorteil haben mit dem Lenken. Und meiner lenkt einfach komplett gar nicht so, Alter. Entweder liegt es am Controller, was ich eigentlich so glaube. Oder an dem Charakter wegen seinen Fähigkeiten, die halt noch nicht so hoch sind. Ich weiß es aber nicht. So, dann einmal hier. Dort hinten natürlich auch noch. Dort zum nächsten Kontrollpunkt. So. Kann sein, dass wir gleich das Rennen vollendet haben. Oder? Ziellinie, ich will dich sehen. Bitte, Ziellinie, komm, erscheinen, bitte. Bitte erscheinen. Gut, dort hinten ist schon die Ziellinie. Der letzte Kontrollpunkt, danach kommt die Ziellinie. Zack. Bam, Leute. Zack. Weltrekord 8 Sekunden auf jeden Fall, Digga. Irgendwelche Hacker waren das safe. So. Okay. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Seerennen. Also, so gesagt, dann in diesem Video das letzte Seerennen. Und ja, dann bis gleich. Jo, Leute, hier ist der nächste Spot. Der nächste und der letzte Spot. Weil, ja, hier ist der eine, den habe ich halt nicht in diesem Video gemacht, aber in einem Stream. Hier, und jetzt sind wir hier beim letzten. Sie findet sich hier vom Sandy Shores Flughafen, von Travers halt. Hier, wenn hier mit Franklin macht, hier sein Haus, und einfach hier, ganz nach oben, beim See hier. So, genau hier dasselbe. Zu den Seesharks gehen, draufsteigen und rechte Pfeiltaste drücken. So. Let's go. Okay. Zack. Let's go. Och, ey, ich glaube, oh nein, das ist so ein Rennen, ja. Gut. Mit der Lenkung muss man dann darüber nicht reden. Ja. Ja. So, zack. So. So, hier entlang. Oh, 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 damn. Oh, okay. So. So, 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 dann einmal. Hier. Warum ist er nicht so schnell? Warum ist er mal so schnell? Ach, keine Ahnung. Egal. So, ein bisschen Musikunterhaltung. So, dann einmal hier.
Zack. Bitte, Ziellinie, kommst du auch mal bald oder so? Oh, Ziellinie in. Ich warte noch nicht in Sicht, aber auf der Minimap in Sicht. Dort ist die Ziellinie. Jawohl, juhu. Habe es. Wir haben es. Red and Canyon. Zack. Wir haben alle Seerennen abgeschlossen. So, ich mache kurz die Musik aus und fahre mal zur Seite und steige erstmal ab. So, wir haben alle Seerennen abgeschlossen. Ich gucke jetzt mal, ob es eine Mission davon gibt, aber ich glaube eher nicht. Nee, gibt es nicht. Also, wenn euch aber dieses Video gefallen hat, gebt ein Like. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Aktiviert die Glocke, damit ihr auch benachrichtigt werdet. Und ja, dann gucken wir nochmal auf die 100% Checkliste, wie weit wir sind. So, wir haben jetzt 77%, Fremden und Freaks 18 von 20, das war schon so, Hobbys und Selbstschreiben jetzt 11 von 42, es war irgendwas von 8 von, bei 8 von 42, das weiß ich, das letzte Mal mit nach dem falschen Sprung. Und ja, jetzt haben wir 77% insgesamt, uns fehlen noch 23% für die, um die 100% dann zu haben. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, ciao.